Hallo, Engel. Hallo, Boss. Hallo, Boss. Engel, ich habe einen Auftrag für euch. In der letzten Zeit sind so viele Hilferufe aus der Diözese Limburg bei mir eingetroffen. Da müssen wir schnellstens was tun. Die Menschheit braucht mal wieder unsere Unterstützung. Es gibt so viele kleine Baustellen, wo wir was tun müssen. Ich habe euch eine Liste mit den einzelnen Projekten gemacht. Engel, erledigt das für mich. Ihr habt genau 72 Stunden. 72 Stunden für so viele Projekte? Wie sollen wir das nur schaffen? Das kriegen wir doch nie hin. Wir brauchen Unterstützung, sonst schaffen wir das niemals. Aber wen sollen wir nur fragen? Lucifer? Nee, den auf keinen Fall. Gabriel vielleicht? Ach, der hat doch schon einen anderen Termin. Uriel vielleicht? Nee, der macht sowas nicht. Wie wär's, wenn wir die Jugendlichen auf der Erde fragen, ob sie uns helfen können? Naja, ob die das so schaffen? Ich meine, sie hätten ja nur 72 Stunden Zeit. Aber schau, was ich gefunden habe. Hallo, wir begrüßen alle Gruppen aus dem Bistum Limburg, die an der Aktion 72 Stunden und Schick der Himmel teilnehmen. Ich bin der Lothar Leder. Ich bin die Nicole Leder. Wir sind beide Sportler, wir sind Berufssportler, wir machen Triathlon. Das sind drei Disziplinen, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Bei uns dauert so ein Triathlon, der Langtriathlon dauert zwischen 8 und 9 Stunden. So lange sind wir unterwegs, so lange machen wir Sport bei so einem Wettkampftag. Und ihr habt jetzt 72 Stunden Zeit und auch unser Wettkampftag wird manchmal sehr, sehr hart. Uns hilft es dort einfach, in kleinen Schritten vorwärts zu gehen, Step by Step. Vielleicht hilft es euch auch als kleinen Tipp, aber nie das Ziel aus den Augen verlieren. Ihr seid auch im Team unterwegs, wir auch. Wir haben auch einen Trainer, einen Masseur, Leute, die uns betreuen, Leute, die uns anfeuern. Ich denke, ihr habt auch ein gutes Team, haltet zusammen als Team und so erreicht man das Ziel auch schneller. Auch wenn es mal hart wird am Schluss, einfach durchziehen, durchbeißen und dann wird es ein Erfolg, das ganze Projekt. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ciao. Ciao. Und hier sind noch mehr Nachrichten. Liebe Jugendliche aus dem Bistum Limburg, 72 Stunden setzt ihr euch für eine bessere Welt ein. Ich freue mich, dass ihr euch mit eurem Engagement nicht ins Abseits stellt, sondern anpackt, wo es nötig ist und wo es sonst niemand tut, weil es an Geld oder an Bereitschaft fehlt. Ihr rückt Menschen und deren Schicksale ins Licht der Öffentlichkeit, und zwar Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. 72 Stunden, das entspricht der Länge von 48 Fußballspielen. An so viel Kraft und Ausdauer an einem Stück kann auch so mancher Fußballprofi sich ein Beispiel nehmen. Mit eurem Einsatz, eurer Kreativität und Ideenreichtum werdet ihr in den nächsten 72 Stunden viele kleine und große Projekte verwirklichen und vielen benachteiligten Menschen eine große Freude bereiten. So setzt ihr das Motto der Aktion »Uns schickt der Himmel« in die Tat um. Der Deutsche Fußballbund stellt sich seiner sozialen Verantwortung und setzt sich seit mehr als einem halben Jahrhundert mit Projekten und Initiativen für Fairness, Toleranz und für Benachteiligte unserer Gesellschaft ein. Daher ist es mir eine Freude, euch als DFB-Präsident bei der 72-Stunden-Aktion zu unterstützen. Ich danke allen, die die Aktion auf vielfältige Weise fördern. Ganz besonders danke ich euch für euren unermüdlichen Einsatz. Ich wünsche euch viel Freude und Spaß bei der 72-Stunden-Aktion im Bistum Limburg. Euer Theo Zwanziger. Die Promis scheinen ja wirklich große Hoffnungen in die Kinder- und Jugendgruppen zu setzen. Aber ob sie das auch wirklich in 72 Stunden schaffen können? Bestimmt. Schau, hier kommt gerade ein Fax von der Erde. Ah, von wem? Vom Bundespräsidenten Horst Köhler. Mhm. Er schreibt, liebe Kinder und Jugendliche, man kann in 80 Tagen um die Erde reisen, wie der berühmte Romanheld von Jules Verne. Dass man aber schon in 72 Stunden die Welt ein gutes Stück besser machen kann, das beweist ihr mit eurer Aktion. Ihr zeigt tatsächlich, 72 Stunden sind genügend Zeit, um an vielen Orten in kleinen und großen kreativen Aktionen vielen Menschen eine Freude zu machen, solidarisch zu sein mit Bedürftigen und andere zu motivieren mitzumachen. Sogar der Bundespräsident glaubt an die Jugendlichen. Ah, Moment. Eine SMS von der Ursula von der Leyen. Und was will sie? Ich lese mal vor.
Euch schickt der Himmel. So würde ich das Motto der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in Deutschland nennen. Denn 72 Stunden lang werdet ihr mit über 100.000 anderen Kindern und Jugendlichen für andere da sein, euch für andere stark machen und miteinander Unglaubliches bewegen. Eine bisher einmalige Aktion in Deutschland. Euch schickt der Himmel. Das ist ein gutes Motto. Nein, uns schickt der Himmel. Lies doch mal weiter vor. Ich freue mich, dass ihr zeigt, dass ehrenamtliches Engagement nicht etwas für Erwachsene ist, sondern alle Altersgruppen angeht und vor allem wirklich Spaß macht. Ein Einsatz, den wir als Gesellschaft nicht hoch genug schätzen können. Ich danke euch allen und hoffe, dass sich die sozialen, ökologischen, interkulturellen und gemeinnützigen Projekte in den 72 Stunden realisieren lassen. Vor allem wünsche ich euch viel Spaß und Freude, Erfolg und positive Erfahrungen während der gesamten Aktion. Okay, gut, dann lass es uns also versuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die 72 Stunden beginnen jeden Moment. Dann lass uns schnell die Sachen packen und los geht's zu den Kindern und Jugendlichen auf die Erde. Komm auf die Beine, fertig, los!